Hallo miteinander. Seht euch das Foto an. Was meint ihr? Welches Thema besprechen wir heute? Ja, genau. Unser heutiges Thema ist Fremdsprachenlernen in den deutschen Schulen. Vermutet, welche Fremdsprachen lernen die deutschen Kinder in der Schule? Seht euch die Tabelle an und vergleicht die Informationen mit euren Vermutungen. In den deutschen Schulen lernt man Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Italienisch, Türkisch und sogar Latein und Altgriechisch. Welche Fremdsprache möchtet ihr noch lernen? Wie glaubt ihr, muss man ein besonderes Talent haben, um Fremdsprachen zu erlernen? Ich glaube auch nicht, dass man ein besonderes Talent braucht. Jeder kann Fremdsprachen lernen. Hört den Text und versucht, die Frage zu beantworten. Wie viele Sprachen hat Kato Lomp beherrscht? Kapitel 1c. Übung 2b. Katalom, die ungarische Dolmetscherin, hat in ihrem Buch So lerne ich Sprachen, über die Rolle der Fremdsprachen in ihrem Leben geschrieben. In der Schule und im Gymnasium lernte sie Französisch. Ihr gefiel auch die lateinische Sprache. Aber die Lehrer waren der Meinung, dass Kato kein besonderes Talent für Sprachen hatte. Nachdem Kato Lomp das Gymnasium beendet hatte, kam sie auf die Universität. Hier studierte sie die Naturwissenschaften. Nachdem Kato Lomp das Diplom bekommen hatte, konnte sie keine Arbeit finden. Spezialisten auf dem Gebiet der Naturwissenschaften brauchte man nicht. Man brauchte aber Englischlehrer. Hatte konnte kein Wort Englisch. Sie suchte nach einem Lehrbuch und fand's. Nachdem Kato das Lehrbuch durchstudiert hatte, begann sie als Englischlehrerin zu arbeiten. Und könnt ihr euch vorstellen, es ging. Sie arbeitete erfolgreich als Englischlehrerin. 1941 kam Kato Lomp ein russisch-deutsches Wörterbuch in die Hände. Und etwas später ein russischer Roman. Mit Hilfe dieser Bücher begann sie Russisch zu lernen. Nach dem Krieg arbeitete Kato als Dolmetscherin. In dieser Zeit lernte sie Rumänisch, Chinesisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch und noch andere Sprachen. Kato Lomp hatte die Meinung, dass man kein besonderes Talent braucht, um Sprachen zu erlernen. Man braucht nur Interesse, Ausdauer und Zeit. Ja, genau. Kato Lomp hat 9 Sprachen beherrscht. Stopp das Video und lese den Text durch. Welche Sprachen hat sie beherrscht? Richtig. Sie hat Französisch, Spanisch, Latein, Rumänisch, Deutsch, Italienisch, Englisch, Russisch und Chinesisch beherrscht. Seid ihr mit Kato Lomp einverstanden, dass man kein besonderes Talent braucht, um Sprachen zu erlernen?
Ja, genau. Man braucht kein besonderes Talent, um Sprachen zu erlernen. Was brauchen wir, um eine Fremdsprache zu erlernen? Ja, wir brauchen kein besonderes Talent, sondern Interesse, Ausdauer und Zeit. Könnt ihr vermuten, wie Katolom die Sprachen gelernt hat? Äußert zwei, drei Ideen. Vergleicht eure Ideen mit den folgenden. Sie hat die Wörter aus dem Wörterbuch gelernt. Sie hat die Wörter in ein Herz oder auf Kärtchen geschrieben. Sie hat die Sätze aus den Wörtern gebildet. Sie hat die Wörter laut vorgelesen. Sie hat den russischen Roman ins Englische übersetzt. Sie hat einige Seiten auswendig gelernt. Sie hat die Fragen zum Text gestellt. Welche Ideen findet ihr besonders sinnvoll? Was kann euch beim Deutschlernen helfen? Ich bilde zum Beispiel neue Sätze aus Wörtern. So lerne ich Wörter in einem Kontext gebrauchen. Das hilft mir, sie schnell behalten. Mir gefällt auch, Fragen zum Text zu stellen. Da kann ich schnell neue Grammatik üben. Und kennt ihr, dass es verschiedene Lernentypen gibt? Findet die Seite 10, stoppt das Video und macht euch mit den Informationen bekannt. Nun beantwortet die Frage, welche Gehirnhälfte ist für die einzelnen Tätigkeiten verantwortlich? Haltet das Video an und setzt fehlende Wörter in die Lücken ein. Für Analyse ist die linke Gehirnhälfte verantwortlich. Für Emotionen ist die rechte Gehirnhälfte verantwortlich. Für Logik ist die linke Gehirnhälfte verantwortlich. Für Synthese ist die rechte Gehirnhälfte verantwortlich. Für Grammatik ist die linke Gehirnhälfte verantwortlich. Für Intuition ist die rechte Gehirnhälfte verantwortlich. Für Bilder ist die rechte Gehirnhälfte verantwortlich. Für Regeln ist die linke Gehirnhälfte verantwortlich. Für Fantasie ist die rechte Gehirnhälfte verantwortlich. Für Assoziationen ist die rechte Gehirnhälfte verantwortlich. Sagt nun, wofür die rechte Gehirnhälfte verantwortlich ist. Genau, für Emotionen, Synthese, Intuition, Bilder, Fantasie und Assoziationen. Und die Linke? Ihr habt recht. Die linke Gehirnhälfte ist für Analyse, Logik, Grammatik, Regeln verantwortlich. Seht euch das Bild an und sagt, welche Gehirnhälfte ist beim Sprachenlernen wichtig? Warum? Ich stimme euch zu. Die beiden Gehirnhälften sind beim Sprachenlernen wichtig und erfüllen eine bestimmte Rolle. Zum Beispiel ist die linke Gehirnhälfte beim Grammatiklernen hilfreich.
und die rechte hilft uns beim Schreiben der Aufsätze und bei der Bilderbeschreibung. Jetzt stoppt das Video und lest auf Seite 11 die Informationen über verschiedene Lerntypen. Welcher Lernertyp seid ihr? Argumentiert eure Wahl. Prima. Und jetzt machen wir uns noch mit einigen Arten des Lernens bekannt. Informiert euch, welche Lerntypen man unterscheidet. Waren euch diese Informationen bekannt? Und jetzt haltet das Video an und ordnet die einzelnen Besonderheiten den Lerntypen zu. Prüfen wir, was bevorzugt der kommunikative Typ? Genau, der kommunikative Typ macht praktische Aufgaben, tauscht Informationen mit einem Lernpartner aus, arbeitet in Lerngruppen, hält einen Vortrag, macht Rollenspiele, diskutiert mit anderen, kommt gemeinsam mit anderen zu einer Lösung. Was bevorzugt der visuelle Typ? Richtig. Der visuelle Typ nimmt den Stoff durch ein Video wahr, liest den Stoff selbst vor, liest Skizzen, Mindmaps und Diagramme, benutzt Karteikärtchen zum Vokabellernen. Was bevorzugt der auditive Typ? Ihr habt recht. Der auditive Typ hört dem Lehrer zu, verwendet Hörbücher und andere Audiomedien. Was bevorzugt der motorische Typ? Richtig. Der motorische Typ fasst etwas an und probiert aus. Und welcher Lerntyp seid ihr? Begründet eure Meinung. Danke für eure Meinungen. Danke für die Arbeit. Für heute machen wir Schluss. Auf Wiedersehen!